1.900, der Aufwärtstrend und 9.520 die 200-Tage-Linie. Aus Italien kommen Arbeitslosenzahlen, wenig anders zu erwarten, wieder neues Rekordhoch der Arbeitslosenquote, 13,2% stehen auf der Uhr. Auch Frankreich neues Hoch in diesem Bereich, 3,46 Millionen Arbeitslose. Jean-Claude Juncker hat sich entschieden, Italien und Frankreich nicht für Defizitverfehlungen zu sanktionieren. Nun, ich glaube, was anderes hat auch niemand wirklich erwartet. Da gab es noch nie wirkliche Sanktionen. Es waren eigentlich eh immer leere Drohungen. Man hätte es auch gleich bleiben lassen können. Wenn man schon Regeln aufstellt, dann muss man sich auch dran halten oder man stellt sie besser erst gar nicht auf. Einzelhandelsumsätze für den Oktober, die gab es aus Deutschland, erfreuliche Meldungen, 1,7% plus gegenüber dem Vorjahr und fürs Gesamtjahr Januar bis Oktober bisher 1,3% plus gegenüber dem Vorjahr. Also das sieht wenigstens angenehm aus. Der Ölpreis, das ist das große Thema, natürlich momentan weiter unter Druck, im Moment 72 Dollar das Barrel Brent. Die OPEC hatte ihre Entscheidung sehr klar ausgedrückt, es wird keine Begrenzung der Fördermengen geben, wie man das früher mal hatte. Inzwischen hat der Ölpreis 40% seit dem Sommer verloren. Und die Gründe dafür, die sind mannigfaltig und man kann sich eine Mischung aus allem zusammensuchen. Einmal ist es natürlich die weltweit abkühlende Konjunktur. Wenn weniger Konjunktur, dann weniger Ölverbrauch und damit niedriger Preis. Relativ einfache Gleichung. Dazu haben wir eine Überproduktion. Nicht nur, dass jetzt weniger Konjunktur ist, wir haben auch noch mehr Öl durch die Fracking-Aktionen auch und ganz besonders aus den USA. Hier kommt ein zusätzliches Angebot auf den Markt, also Überproduktion bei schwacher Konjunktur heißt nochmal niedrigerer Preis. Dazu kommen natürlich auch nochmal die ganzen politischen, geostrategischen Interessen. Einerseits Wirtschaftskrieg, kann man sagen, man möchte Russland unter Druck bringen, dass deren Öleinnahmen ihnen versagt bleiben. Auf der anderen Seite sagt man, Moment mal, aber damit schneidet man sich doch ins eigene Fleisch, denn die Saudis, die haben Spaß dran, wenn das Fracking sich nicht mehr rechnet in den USA. Also warum sollten die USA den Ölpreis drücken, sich dabei selbst beim Fracking Probleme machen, was am Ende wieder nur den Saudis nutzt? Ich glaube, wir machen es einfach kurz. Es ist eine ganze Melange an Gründen, die momentan für fallenden Ölpreis sprechen. Welcher gerade dominierende ist, ist von außen sehr, sehr schwer zu definieren. Allemal heißt das für die Wirtschaft einiges. Das bedeutet für einige Unternehmen Vorteile, die jetzt mit günstigerer Energie arbeiten können, aber natürlich Ärger für die, die von dieser Energie abhängen. So beispielsweise E.ON, die noch ein hohes Öl- und Gasgeschäft haben, die sind entsprechend unter Druck. BASF ebenfalls, die haben noch die Wintershall in ihrem Bestand. 20% des Gewinns fallen auf Wintershall und wenn da eben der Ölpreis fällt, bleibt es dann im Gewinn dünn. Also das hier zu dem Thema. Des Weiteren gibt es natürlich aber auch noch Firmen wie Lufthansa. Bei Lufthansa geht es heute um 4-5% nach oben, weil die natürlich jetzt geringere Kerosinkosten haben. Das heißt aber nicht, dass man sie unbedingt kaufen muss. Sie wissen, dass die Luftfahrtaktien sehr, sehr dynamisch sind und das in beide Richtungen sehr schnell und sehr unkalkulierbar. Europa macht Druck auf die Internetfirmen, möchte hier Einschränkungen vornehmen. Denen ist das hier zu wild mit den Monopolen. Und tatsächlich, wenn man sich mal Google anschaut mit einem Marktanteil von 90% und die inzwischen längst nicht nur eine Suchmaschine betreiben, sondern ja auch Autos produzieren und in vielen, vielen anderen Bereichen mittlerweile ihre Fühler ausstrecken, da entsteht ein Riesenkonzern, der aufgrund der Dominanz in den Suchmaschinen natürlich da auch die eigenen Firmen, die eigenen Unterfirmen bevorzugen könnte, kann, tut, Fragezeichen. Und auf jeden Fall ein Monopolist, wie man es lange nicht mehr gesehen hat. Und wenn man sagt, dass die Daten das Rohöl des 21. Jahrhunderts sind, dann bietet sich doch auch hier der Vergleich mit der Ölindustrie an. Und wir erinnern mal an Standard Oil im Jahre 1911, als die durch eine Entscheidung von Theodore Roosevelt 1906 zerschlagen wurden, weil sie ein großes Monopol waren im Bereich des Öls und ihre Marktmacht missbraucht haben, weil sie sich auch noch auf die Eisenbahnlinien konzentriert haben, also über ihr bisheriges Geschäft hinweg auch noch die Eisenbahnlinien und damit sich eine für den Markt, für die Wirtschaft negative Monopolstruktur ergeben hat. Also wurde Standard Oil seinerzeit zerschlagen. Ob sowas wieder möglich ist, diesmal für den modernen Öllieferanten Google, das ist auf jeden Fall das, was die EU-Kommission sich vorgenommen hat. Ob die Amerikaner mitspielen, sei dahingestellt, allemal eine interessante Diskussion, die man sicherlich führen kann.
Ansonsten für E.ON noch ein paar Informationen, die verkaufen ihr Spaniengeschäft sowie auch Windparks in den USA. Da kommt ein bisschen Geld in die Kasse, so genau die Preise für die Windparks sind noch nicht raus. Interessantes Thema fürs Wochenende, was sicherlich viele von Ihnen interessiert, das Thema der Goldabstimmung in der Schweiz. Dort gibt es ja die Volksabstimmungsinitiative, dass die Schweizer Notenbank künftig 20% ihrer Bilanz, ihrer Aktiva mit Gold unterlegen muss. Und wenn dem so wäre, wenn diese Abstimmung käme, dann müsste die Schweiz jetzt in künftiger Zeit sehr viel Gold zukaufen. Was das für den Goldpreis bedeutet und all diese Themen, mal kurz drauf geschaut. Tatsächlich hat die Bilanz der Schweizer Notenbank in den letzten Jahren sich aufgebläht von 150 Milliarden auf 550 Milliarden Schweizer Franken. Und das hing im Wesentlichen auch damit zusammen, dass man den Schweizer Franken schwächen wollte. Es gab im Rahmen der Euro-Krise eine große Nachfrage nach dem Schweizer Franken und dadurch wurde er immer stärker. Die Schweizer Exportwirtschaft litt darunter. Es war eine Verzerrung des Preises nach oben und entsprechend hat die Schweizer Nationalbank den Euro an den Schweizer Franken gekoppelt bzw. umgekehrt und seitdem verteidigt sie die 1,20. Also sie druckt immer neue Schweizer Franken und kauft dagegen Euro und anderes, um den Schweizer Franken zu schwächen. Dadurch hat sich jetzt die Bilanz aufgebläht auf 550 Milliarden Schweizer Franken und jetzt sagen die Eidgenossen, da hätten wir doch gerne wieder eine Golddeckung und zwar von 20%. Jetzt sind es aktuell 7,5%, aber wir dürfen nicht vergessen, bevor die Bilanzausdehnung stattgefunden hat, hatte die Schweizer Notenbank eine Golddeckung von etwa 30%. Also so verrückt ist diese Forderung gar nicht mehr, auch hier wieder auf 20% zu gehen. Es würde auch wahrscheinlich gar keine großen Verwerfungen am Goldmarkt kurzfristiger Zeit auslösen oder mittelfristig auslösen, denn man kann diese Aufstockung über 5 Jahre strecken, wenn denn die Entscheidung so fällt, sodass der Effekt überschaubar sein wird. Nichtsdestotrotz mag das am Montag, Dienstag zu heftigeren Bewegungen führen, weil viele Spekulanten jetzt auf diese Entscheidung hin Wetten abgeschlossen haben. Aber sinngemäß dürfte das einen Effekt überschaubar halten für die nächsten 5 Jahre, weil es sich sehr, sehr verteilen wird. Dazu bleibt aber ein interessanter Aspekt. Denn die Schweizer Notenbank soll dann dieses Gold auch nicht mehr verkaufen dürfen. Auch dann nicht, wenn sich die Bilanz der Schweizer Notenbank reduziert. Das ist natürlich ein interessantes Thema. Wenn die jetzt so viel aufkaufen müssen, dass sie 20% Deckung haben, danach senkt die Notenbank ihre Bilanz wieder ab, dann bleibt immer noch diese große Menge Gold vorhanden und die Deckung geht noch höher. Wir haben also einen faktisch zumindest zu teilen goldgedeckten Schweizer Franken im Nachgang und das dürfte den Schweizer Franken wiederum noch interessanter machen und dazu führen, dass die Schweizer Notenbank noch mehr Franken drucken muss, um ihn zu schwächen. Entsprechend muss sie dann noch mehr Gold kaufen, um das wieder abzudecken. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment und ich würde mal sagen, wir warten einfach mal interessant ab, was da am Wochenende passiert. Am 30. ist die Abstimmung und was der Goldpreis danach tut. Wie gesagt, das Ergebnis offen, der Goldpreis danach offen, spannend allemal. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen ein spannendes und vor allem schönes und friedliches Wochenende. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.